Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Das Meer. Unendliche Weiten. Ja. Ich habe mir mittlerweile meine Notizen besorgt, um herauszufinden, wo wir eigentlich zu Hause sind. Wir sind also tendenziell irgendwie da und da zu Hause. Da wir aber von tendenziell da gekommen sind, fürchte ich, müssen wir dieses kleine Meer auch auf diesem Wege umrunden. Ich glaube, so wie sich das hier momentan präsentiert, dass wir in diese Richtung nicht mehr weiterkommen. Ach, ich muss also mit den Hunden. Ja, ihr beiden, kommt, steht auf. Wir müssen ja nach Hause. Es führt ja keinen Weg dran vorbei, so. Wir gehen ganz sicher hier, ne? Nicht, dass einer von euch beiden jetzt gleich irgendwie im Wasser landet. So, ich habe noch Fleisch, das heißt, ich kann euch vermehren, wenn es nötig ist. Ich habe auf jeden Fall ein paar Hunde wieder auf dem Weg verloren. Das bedeutet, oh, wir haben vielleicht auch einen Hund irgendwie was getötet, kann das sein? Oh, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall keinen Fehler gefunden. Eigentlich müssen sich die Hunde teleportieren. Ich habe ein Originalspiel. Ich habe an den serverseitigen Einstellungen nichts verändert, sodass es halt eventuell vielleicht daran liegen könnte. Nein, überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Es gab auch im Internet überhaupt gar keine Hilfestellung dazu. Es scheint niemanden zu geben. Oh wow, die beiden sind groß geworden. Das ist schön. Da machen wir gleich mal ein Baby. Ein Baby. Kommt mal. Kommt hier rüber. Hier rüber zu mir. Und fressen? Scheiße. Die können noch nicht? Seid ihr immer noch nicht ausgewachsen? Ach so. Nicht ausgewachsen genug jedenfalls, ja? Okay, dann halt zwei Teenager-Hunde hier hinter mir. So, wir versuchen jetzt hier rum nach Hause zu kommen, ihr beiden, ja? Dann zeige ich euch mein wunderschönes Zuhause. Vielleicht treffen wir auf dem Weg ja noch den einen oder anderen Hund. Wölfe nehme ich aber auch. Wie gesagt, das mit dem Laufen hier ist sehr nervig. Ich habe halt Angst, dass ich die beiden auch noch verliere. Was ist denn, wenn ich mal so ein kleines Stückchen sprinte? Gummiband, 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 ihr müsstet euch zu mir teleportieren. Nein, der eine Fadori bleibt da hinten stehen. Er kommt nicht mit. Da ist doch irgendwas kaputt, das stimmt doch irgendwas nicht. Ja, das wird ja eine tolle Heimreise. Aber ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Ich kann es nur nicht ändern. So. Ich möchte Hunde haben und dann geht es halt nicht anders. Das heißt aber, alle paar Meter stehen bleiben, mal umdrehen, ob sie noch da sind. Bloß nicht mit dem Sprinten beginnen. Jetzt geht auch die Sonne schon wieder unter. Ach, das ist doch ätzend. Oh, ich hätte... Oh, ich kann mir aber doch ein Bett machen. Ich kann mir doch ein Bett machen. Bin ich eigentlich bescheuert? Mann! Mach mal eine Workbench, Redger. So. Und dann machst du dir halt mal, verdammt noch, aus der ganzen weißen Wolle und den Holzbrettern, die du hast, ein Bett, Mensch. Ich glaub das wieder nicht. Ich glaub das wieder nicht. Ich schlaf hier einfach in der Kälte. Die Hunde kommen und wärmen mich. So ist das. Ja, perfekt, ihr Lieben. Perfekt, so. Dann gucken wir mal. Das Bettchen nehmen wir mit. So, und jetzt geht's frohen Mutes nach Hause. Ah, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Nein, 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 nicht diese Höhle. Wow, ich weiß schon, das ist wahrscheinlich sehr lange die letzte Weltumrundung, die ich hier mache. So, ich muss halt gucken, dass die Hunde nicht versehentlich im Wasser landen. Unter dem Packeis. Das ist ja schon zu einer Falle geworden für meine armen Tiere in der letzten Folge. Also deswegen immer schön in diese Richtung. Ich kann aber mittlerweile mal gucken, ob ihr vielleicht euch paaren mögt. Nein, mögt ihr nicht. In Ordnung. Das Fleisch wird uns hoffentlich so bald nicht knapp werden. Bisher habe ich mit euch aber wenig Probleme, das freut mich. Wenn ich nicht sprinte, ist alles gut.
Wir reisen jetzt der Sonne entgegen, das ist auch gut. So. Naja, jedenfalls geht es hier momentan auch immer noch irgendwie weiter. Komm schon, sehr schön. Ich habe aber noch keinen der verlorenen Wölfe jetzt hier gefunden. Das ist schade. Das wäre jetzt echt ein Bonus gewesen für diese beschwerliche Rückreise, die wir haben. Kommt schön, kommt schön. Jetzt ist er stehen geblieben. Er sieht mich nicht mehr. Er sieht mich nicht mehr. Ja, komm schon, komm schon. So ist gut. Ah, hier bin ich schon mal gewesen. Hier das mit den rausgepoppten Zuckerrohr. Wo ich mich gefragt habe, ob hier die Eiszeit so schnell eingebrochen ist. Wie wird denn das von den Rechnern bitte berechnet? Hier soll Zuckerrohr stehen. Und als nächster Rechenabschnitt kommt, außerdem will ich, dass es hier ein kaltes Biom ist. Und an den Stellen ist es so kalt, dass Packeis kommt. Oh, Packeis ist kein Wasser mehr. Verdammt, dann fällt ja das Zuckerrohr wieder aus der Erde. Schon ein bisschen doof, oder? So, ihr Lieben. Kommt mal hier schnell an Land. Sehr schön, hier gab es an der Stelle auch zum Aufsteigen kein Packeis. Ja, alles ist gut. Wir laufen hier durch dieses Nadelwäldchen. Genau, kommt. Und wir gucken einfach mal, ob wir vielleicht auch noch ein paar andere Wölfe finden. Hm? Freunde Wölfe. Guck mal, wie wär's denn mal mit Liebe machen? Nicht? Die wollen immer noch keine Liebe machen. So, dann gucken wir mal. Hand aufs Herz. Wer hat schon mal eine so beschwerliche Rückreise mit Tieren gehabt? Ozelots, also Katzen, oder Wölfe, also Hunde? Wer? Ich will Meldungen und ich möchte sie zahlreich sehen, damit ich nicht so alleine auf der Welt bin mit diesem Problem. Naja, ich werde auf jeden Fall meine Umgebung hier ganz besonders gut kennenlernen, glaube ich. Ah, Birkenwäldchen. Birkenwäldchen sagt mir was. Jungs, ein Birkenwäldchen. Und das ist ein Schwein. Ich hatte mich schon gerade zu früh gefreut. Ein Hund, ein Hund, ein Hund. Naja, aber vielleicht finden wir auf der Rückreise dann auch die Stelle wieder, an der die ersten Wölfe gespawnt waren. Du machst es ein bisschen umständlich da unten, ja? Das ist doch gar nicht nötig, dass du da so umständlich läufst. Guck mal. Jetzt gehen wir hier so ein bisschen runter. Ja, wir laufen immer an der Küste entlang. Gleich gibt es auch kein Packeis mehr, unter das ihr geraten könnt. Sehr schön. Ich mache gerade eine riesen Schleife hier wahrscheinlich. Aber es kann ja keiner ahnen, dass ich so abgedriftet bin. Direkt wäre es sicherlich relativ schnell zu erreichen. Ich fürchte, so indirekt, wie wir das jetzt hier machen müssen und so umständlich, wird es mindestens 3 oder 4 Tage dauern, bis wir wieder zu Hause sind. Also natürlich Minecraft-Tage. Und wie ich fürchte, ein Minecraft-Tag, glaube ich, 10 Minuten Tag und 10 Minuten Nacht hat, fürchte ich, wird es sich auch genauso in den Folgen niederschlagen. Ding, ding, ding. Ich könnte das natürlich auch wieder verschnellen, ne? Also nicht, dass ich es im Off mache. Das habe ich ja gesagt. Ich mache sowas nicht mehr im Off. Aber ich könnte es natürlich verschnellen. Also eine Etappe der Reise aufnehmen und dann einfach zusammenfassen. Ah, jetzt bin ich gespannt, ob mir die Hunde wohl hier die Schafe und die Hühner reißen? Nö, tun sie gar nicht. Reißen sie denn wilde Schafe? Das fände ich ja jetzt schon ganz interessant. Ach, jetzt hält er sich ja an dem blöden Eckchen da auf. Oh, pieps, das arme Häschen.
So, können Hunde eigentlich zwei Blöcke hochspringen? Also sie suchen sich auf jeden Fall ihren Weg. Und sie finden ihn nicht so richtig gut. Oder? Doch, da kommt der andere auch. Sehr schön. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, ob es jetzt hier wirklich durch dieses Wäldchen geht. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay, die ruckeln mir hinterher. Wow, wow, wow. Ich habe gerade nur noch irgendwie 11 FPS gehabt. Ist jetzt natürlich nicht so toll. Ach, auf jeden Fall fällt es jetzt aus, hier über die Wipfel der Birkenwälder nach Hause zu laufen. Das ist wohl nicht mehr drin. Ich frage mich die ganze Zeit, ob die Hunde mich weiterhin sehen müssen. Kantapa, Kantapa, Kantapa. Das Schlimme ist, so richtig viel geschafft haben wir wahrscheinlich jetzt nicht, ne? Ich gehe mal kurz hier rauf, Hundis. Bleibt ihr einfach mal da unten und ich gucke mal. Ach ja, das kommt mir doch alles sehr bekannt vor. Ich glaube, wir sind hier richtig. Gut, der zweite Hund ist auch noch da. Meine Frames, meine Frames. Oh. Oh je. Ja, komm du mal hier runter. Genau, nicht wehtun, nicht wehtun. Ich möchte, dass ihr liebend bei mir zu Hause ankommt. Kommt doch vielleicht mal hier an den Strand zu den Häschen. Ich würde ganz gerne mal ausprobieren, ob ihr euch mittlerweile wieder verpaaren mögt. Weißt du was, setz dich mal. Ich muss den Kumpel abholen. Der ist irgendwo hier. Kommst du jetzt mal runter da? Ja, kommst du jetzt mal runter da? Spiel doch nicht da oben im Baum. Wer hat dir das denn erlaubt, ha? Ach, das ist auch nicht möglich. Komm hier runter. Komm hier runter. Und jetzt hier zu mir runter. Wo geht denn der jetzt runter? Okay. Er hat einfach nur einen Abstieg gesucht, bei dem er sich wehtut. Das ist ja dann wenigstens vernünftig, okay? Aber es ruckelt ganz schrecklich. Wie doof ist das denn hier gerade? Naja, wir füttern mal wieder verrottetes Fleisch. Mampf. Achso, vielleicht stellt sich erstmal hin. Ja, mein Freund? Ich weiß, es ist schwierig, wenn es so leckt. So. Essen? Und Essen? Oh, ja! Die Babys bekommen ihren ersten Nachwuchs. Das ist schön. Miau. Hey, du! So, ich glaube... alles wieder gut hier mit dem Internet. Jetzt läuft es bei mir auch wieder flüssig. Das ist ja schön. Manchmal muss man es einfach nur schön durchruckeln lassen. Dann ist alles in Ordnung. Okay. Ach so, ja. Und ich habe wirklich alles versucht, ne, um das Problem, was ich hier hatte, auszumerzen. Das heißt, ich habe einmal den Server neu gestartet. Ich habe mein Spiel neu gestartet. Verdammt, jetzt hängt der Hund im Baum. Och. Hey, wow, wow. Ja, komm mit. Er sieht mich nicht. Jetzt komm schon. Ich könnte folgenlang jetzt darüber lamentieren, wie ätzend das hier ist. Ist es doch auch. Bing, 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 bing. Mal schön mitkommen. Wie geht man denn mit so einer Situation bitte schön um? Erst findet man keine Hunde, dann verarscht einen das Spiel nach Strich und Faden. Hey, komm mit! Rauf hier. Komm hier rauf. Der weigert sich. Ich bin wirklich gerade in einem falschen Jazzfilm, glaube ich. Wo ist er denn jetzt? Seid ihr wieder alle da? Ja, dann ist ja gut. Wir müssen mal wieder am Wasser entlang. Ach, das sieht auch aus wie etwas, was wir schon gesehen haben. Gehen wir mal. Kommt. 1, 2, 3. Gleich wieder Nacht. Oh, keine kleinen Hunde ins Wasser gehen, bitte. Ich packe einfach jetzt schon mal mein Bett aus und versuche mal zu schlafen. Das geht noch nicht. Los, Sonne, verschwinde. Ja, es geht.
So, okay. Bettchen mitnehmen. Perfekt. Und ab. Weiter geht es. Wo ist die Sonne? Da vorne sehe ich nur unsere zwei Monde am Firmament. Oh, und ich höre Gesocks. Der kleine Hund, der kann auch schon schwimmen, ne? Ich glaube zumindest, dass er hier in einem Block tiefen Wasser nicht ertrinkt. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Deswegen gehen wir mal jetzt hier rüber. Die dürfen mir jetzt nur gleich nicht da in diese Höhle abhauen. Das fände ich auch wieder sehr extrem nervig. Na, kommt schon hier rüber. Ich sollte vielleicht die erste Rückreisefolge mit einer Warnung betiteln. Warnung, die Rückreise ist extrem beschwerlich und zieht sich locker über 4 oder 5 Folgen. Wie süß. Alle haben es geschafft. Wunderbar, dann macht euch mal trocken. Da ist unten wieder einer, der den Schuss nicht hört. Wunderbar. Chittel, chittel. Ist aber spät gemerkt, dass du nass gewesen bist. Ach, hier ist doch mal ein schöner Ort für einen Picknick. Ich habe übrigens mein Oberteil verloren und meine Hose. Perfekt, jetzt habe ich einmal alles durchgetauscht, ne? Super. Ach ja, der Drewiak. Er meinte ja meine Rüstung. Im Ernst? Ich hatte noch eine Rüstung in der Kiste. Scheiße. Habe ich nicht gewusst. Ist das eine von euren Rüstungen gewesen, als ihr bei mir auf dem Server zu Besuch wart? Die ihr mir dann da vielleicht wieder zurück in die Kiste gelegt habt? Das ist ja richtiger Service, wenn dem so ist. Das hätte ich ja gar nicht erwartet. Hätte ich ja ruhig anlassen können. Also immerhin krankt es bei mir wirklich mittlerweile nicht am Eisen. An Diamanten durchaus immer noch. Ich bin immer noch zu geizig, um meine Diamanten für Waffen und so weiter zu benutzen. Ah, hier bin ich mal gewesen, hier bin ich mal gewesen. Guck mal, hier habe ich was weggeschmissen. Hihi. Ach, wie cool, ja, hier bin ich auf jeden Fall gewesen. So, wo sind wir denn jetzt? Wow. Wir müssen, was ist Westen? Das ist Norden. Das heißt, wir müssen in diese Richtung. Dann nehmen wir das doch mal in Angriff hier. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wie lange wir jetzt noch reisen werden. Und wann meine beiden Hunde schon wieder miteinander schlafen können. Hm. Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, diese Pferde hier gesehen zu haben. Aber vielleicht, wo ist das Baby? Wo ist das Baby? Wo ist das Baby? Ah! Der Babyhund ist schon wieder weg. Ich habe ein bisschen Angst, dass die manchmal despawnen. Wo ist der Babyhund? Hey! Hat jetzt das Schaf den Babyhund gefressen, oder was? Da ist der Babyhund. Ach, Gott sei Dank. Hab ich nicht gesehen, dass da eine doofe Höhle war. Ah, dann ist ja gut. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Mensch, der hätte doch hier ganz alleine überhaupt nicht überleben können. Und außerdem braucht auch ein Babyhund auch ein Geschwisterchen zum Spielen. Einen anderen Welpen, mit dem es herumtollen kann. Aus diesem Grunde werden wir mal gucken. Ah, ob das schon wieder geht. Das geht schon wieder. Hey, Bello, ich bin's, dein Herrchen. Wir gehen nach Hause. Die armen Hunde sind doch so klein und müssen schon so viel laufen. Jetzt plötzlich sind Pferde sehr, sehr sympathisch, finde ich. Sympathisch und jetzt würde ich die Lecks eingehen, die es mit sich bringt, mit einem Pferd zu reiten. Aber die sind ja noch schneller als der Spieler, wenn er sprintet. Also wird das nix. Wird das nix. Schon wieder so ein anderes Grüppchen mit Pferden. Wir haben ja wirklich immer Grüppchen ungefähr gleichfarbiger Pferde, hä? Huh? Ach, Sumpf. Ich glaube, hier bin ich auch schon gewesen. Ich guck nochmal. 1013, 2600. Okay, sieht doch alles schon mal ganz gut aus. Nicht, dass mir hier gleich einer von euch im Sumpf versackt, ja? Deswegen gehen wir hier alle schön über diesen Bereich, wo
wo das Wasser alles nur einen tief ist. Ach so, ja, hier nach oben bitte. Oh, sie mögen keinen Sumpf, glaube ich. Ach, sie sind so blöd, um im Sumpf zu laufen. Ach ja, ihr seid da runtergegangen. Ach, wer macht denn auch sowas, bitteschön? Kommt hier rauf, kommt, spielt da nicht im Wasser rum. Die Schafe fressen euch gleich. Da ist immer noch einer, der es nicht checkt, oder wie? Steckt er hier vielleicht irgendwie doof fest? Komm, komm schon. Ach, ich gehe jetzt mal ein Stück. Der kommt bestimmt gleich aus dem Wasser. Hör auf, da rumzuspielen. Na, endlich. Ja, das mit der Hundeerziehung, das ist gar keine einfache Geschichte, ne? So, also. In welche Richtung geht's denn jetzt wohl? Hat er sich jetzt doch teleportiert? Geht's halt vielleicht langsam doch mal? Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. So, gehen wir mal ein bisschen in diese Richtung. 1, 2, 3, 4. Sie gucken mich immer so erwartungsvoll an und ich weiß gar nicht, wieso. 1, 2, 3, 4. Oh Gott, ich glaube, das nervt total, ne? Aber es muss sein. Zumindest ein kurzer Blick immer zurück. Jetzt habe ich wenigstens eine richtige Familie gerade dabei. Mama, Papa und zwei Kinder. Ob es vielleicht daran liegt, dass es einfach so weit weg von zu Hause ist und der Rechner einfach, der Server eigentlich ständig am Rechnen war? Ob es wohl daran liegt, dass es auch hier mit dem vernünftig Laufen der Hunde nicht so richtig funktioniert? So, also nicht ersaufen, auch wenn das Wasser hier mal einen ganz kurzen Moment ein bisschen tiefer ist. Alle schön hier rüberkommen. Ich glaube, bei kleinen Katzen ist das so, ne? Große Katzen können schwimmen, kleine Katzen können nicht schwimmen, die ersaufen. Einer, zwei. Da, die haben sich teleportiert! Die haben sich teleportiert! Wieso machen sie das denn jetzt? Ich laufe mal kurz ein Stückchen. Hui! Jetzt bin ich gespannt. Na, sie kommen auf jeden Fall mit. Und das, obwohl ich gerannt bin. Wieso geht denn das jetzt plötzlich? Vorhin hat es nicht geklappt. Also im Birkenwäldchen war das noch so, dass sie ständig stehen geblieben sind und nicht hinterhergekommen sind. Na, egal. Ich frag gar nicht. Ich bin einfach glücklich, wenn es denn jetzt klappen sollte. Das wird mich jetzt gerade sowas von glücklich machen. Eins, zwei, drei, vier. Also sie kommen auf jeden Fall alle hinterher. So, die Richtung muss ich nochmal kurz checken. Da! Sie sind teleportiert! Sie sind teleportiert! Zwei Stück auf jeden Fall! Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Ihr müsst das nicht verstehen, ne? Einer ist hier. Nein! Nein! Nein, die sterben! Oh Gott! Oh Gott! Einer ist wieder gestorben! Oh, der andere, der hat's überlebt. Och, du Scheiße! Ach du Scheiße. So ein Mist. Dass die in den... verdammt, dass die in den... bei den Blättern hier sterben. Dass das... Ach, da muss man ja auch mal erstmal drauf kommen. Jetzt habe ich ein Baby verloren. Ach, wie schade. So eine Kacke. So, ich sprinte nochmal hier ein bisschen in diese Richtung. Oh, sie kommen alle mit, sehr schön. So, Nord ist richtig, West ist richtig, das heißt, wir müssen ein bisschen mehr so, aber ich vielleicht erstmal hier raus aus dem Wäldchen. Okay, noch scheint die Sonne am Himmel, aber wir haben ja jetzt die schlaue Idee gehabt, dass wir einfach schlafen und die Nacht wegschlafen, damit wir auch effektiver laufen können. Wo ist denn jetzt der Dritte? Der Dritte ist hier, okay. Gut, ich laufe noch ein bisschen in diese Richtung, in der Hoffnung, dass wir dann hier keine Tode mehr unter Seerosenblättern haben. Das ist ja wohl mega dramatisch, fand ich jetzt. So, alle drei sind da. In Ordnung, in Ordnung. Und dann verabschiede ich mich für heute von euch. Und wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge Let's Play Minecraft. Macht's gut, ihr Lieben.